Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Trinidad Limited Edition reviewed, gekauft oder gesehen habe, aber hier ist sie, die Feel the Summer Ale von Trinidad. Und wir schauen, was sie kann. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet bisher eine wunderschöne Woche. Ich bin sehr hart, das, was ich jetzt gerade in meinem Gesicht habe, das seht ihr Freitag. Ich lieb's, I love it. Das ist so frisch, das ist so schön. Ich habe richtig gute Laune. Es ist ein richtig guter Make-up-Tag geworden. Ich muss noch mein Puffy Face gleich ein bisschen wegkriegen, aber wir haben eine neue AE von Trinidad und ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe das Gefühl, Trinidad bringt nicht mehr so wirklich Kollektion raus, sondern also schon Kollektion, aber eher immer so ein bisschen Lippenstifte, Lipglosse und so Random-Produkte. Jetzt gab es wirklich ein paar Make-up-Produkte und ich habe sie alle mitgenommen und ich habe auch schon das ein oder andere Video dazu gesehen. Wir schauen, was sie können. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche gehabt. Wir starten direkt einfach mal mit dem ersten. Es gab noch viele Nagellacke, die habe ich nicht mitgenommen, weil habe ich keine Verwendung für. Wir haben den Feel the Summer Shimmer Glow Drops. Oh Gott, habe ich eine Brille? Die flüssigen Shimmery Glow Drops verleihen ein unvergleichlich strahlendes Finish, betonen Gesichtszüge und hinterlassen einen atemberaubenden Schimmer auf der Haut. Kommt hier in so einer Glaspipette. Im Gesicht wäre ich jetzt vorsichtig, weil das ist sehr grob glitzernd. Das ist sehr grob glitzernd. Also du kannst es mit Sicherheit gut unter der Foundation benutzen, dann hast du so einen leichten Glow. Sieht sehr schön aus, ausgeblendet. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann zu grobe Glitzerpartikel durchscheinen. Also ich sehe es hier schon. Seht ihr was? Ja. Ich würde das in eine Bodylotion, glaube ich, mit reinmischen. Wobei du kriegst es ausgeblendet. Das sind sehr, sehr grobe Glitzerpartikel. Sehr grob. Also im Gesicht würde ich nicht benutzen. Wisst ihr was? Macht das in eine Bodylotion. Dann verteilt sich das ein bisschen besser. Wenn ihr es so konzentriert auf euer Dekolleté beispielsweise gebt, dann trocknet das sehr schnell ein. Das hat nämlich eigentlich nicht so wirklich eine Base. Die meisten Glow Drops sind immer so ein bisschen ölig oder so. Das hier jetzt gar nicht. Es war einfach nur Wasser. Ja, Wasser. Es ist schon schön, ne? Das macht das Ganze so ein bisschen wet. Kann ich mir richtig gut vorstellen auf den Beinen. Aber ich würde so eine Bodylotion mit reinmischen. War schon süß. Ich liebe das ja, ne? Ich will aussehen wie so eine, wie so ein griechischer Gott, der glitzert. Okay, ja, lässt sich gut verteilen, es klebt nicht, das war, finde ich, sehr, sehr gut. Erinnert ihr euch an diese Body Lava von Fenty? War ja vor 4 Jahren, würde ich fast sagen. Das Ding, das war ja furchtbar, es hat ja nur geklebt. Du konntest nichts berühren, hier kann ich raufdrücken, hier kann mein Hemd drauf. Klar, es wird auch ein paar Glitzerpartikel abkriegen, aber es klebt nicht, das fühlt sich nicht so schmierig an. Und gerade wenn wir, stell dir mal vor, wir haben 38 Grad draußen und du klebst wie so ein angedatschter Pfirsich oder so. Nee, das ist gut, das gefällt mir gut. Auf dem Körper ist natürlich schon ein bisschen, ich kann es nicht sagen, 6i. Okay, gut. Ja, ist ganz spannend, aber wir haben eine Lidschattenpalette. Und da war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich die noch nicht so ganz verstanden habe. Mit trendigen Sommerfarben und warmen Bronzetönen lässt sich die Eyeshadow-Palette vielseitig einsetzen. Die einzigartige Konstellation der Farben ermöglicht ein Pearly oder Matt Finish. Bronzy sehe ich jetzt wirklich nur eine Farbe. Ansonsten haben wir Matt und zwei Schimmertöne. Das Blaue sieht ganz spannend aus. Das ist halt, muss ich dazu sagen, ich liebe diese simplen Paletten. Ich will nicht unbedingt 10 verschiedene Farben auf dem Auge haben. Eine Farbe, zwei Farben, ein bisschen Schimmer reicht. Das hier könnte ein schöner sommerlicher Look sein. Was man damit sehr, sehr gut machen kann mit solchen Paletten, sind diese monochromen Looks. Ich würde mir fast am liebsten einfach nur ein bisschen Bronzer in die Lidfalte geben. Dann den Schimmerton auf die Lidfalte und so ein Pop of Color. Entweder das Rot. Komm, wir machen das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie verändern sich eure Lidschattenlooks im Sommer? Tragt ihr im Sommer Lidschatten? Habt ihr im Sommer mehr oder weniger im Gesicht? Ich sowieso weniger. Aber so ein verführerischer Bronzy Goddess-Ton kann schon ganz schön sein. Das ist hier diese Palette von Charlotte Tilbury. Die kriegst du nicht leer, ne? Ich habe die seit wann ist die draußen? Seit 2 Jahren. Ich benutze die fast täglich. Einfach so ein bisschen das Auge konturieren. Okay. Jetzt gehen wir mal hier in den Schimmerton. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Finger rein. Es gibt mir ein bisschen von den Lidschatten-Looks her so ein bisschen Boutique-Vibes. Oh, ist ein schöner orangiger Bronzerton. Sehr mild. Also, das ist nicht zu cremig. Lässt sich gut aufbauen. Ist ganz subtil. Ganz subtil. Und ich habe ihn jetzt natürlich auch trocken aufgetragen. Ich bin aber ehrlich. Mir reicht das, ne? Heutzutage. Das ist so krass, wie sich das verändert hat. Da brauche ich wirklich von euch allen einen Kommentar. Wie hat sich das bei euch verändert? Vor 4 Jahren hätte ich gesagt, ist die schlechteste Palette ever. Heute sage ich mir, reicht doch eigentlich aus, oder?
jetzt nochmal mit einem angefeuchteten Pinsel hier rüber. Kann ich es noch ein bisschen verstärken. Dann sieht es auch ein bisschen nasser aus. Sowas ist halt immer gut für unterwegs, ne? Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön gerade. Ich überlege jetzt, was wir unten machen. Ich glaube, wenn ich jetzt mit der roten Farbe darunter gehe, dann könnte ich ein bisschen kränklich aussehen. Sind wir mal mutig und gehen hier in den blauen Ton rein. Ah, der ist zu dunkel. Der ist so ein bisschen gräulich, der Ton. Ich brauche ein Spray und bauen die Farbe auf. Ja, ja. Geht schon besser. Um es einfach ein bisschen zu intensivieren. Ja, deutlich besser. Ja, wird. Nicht aufgeben, wir machen gleich. Und als Inner Corner Highlight kommt, jetzt sind wir schon dabei, den Ton hier vorne, wobei auch der ist so pastellig, ne? Ich glaube, wir lassen es dabei. Ah doch, guck mal, auf die Entfernung sieht es doch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ich gehe jetzt hier hinten nochmal in diesen Blauton und intensiviere den Wing. Sieht ein bisschen aus wie Kleopatra, ne? Und nicht wie so ein griechischer Halbgott. Sie gibt mir so ein bisschen Sommer-Vibes, das muss ich schon sagen. Hier ist auch süß gemacht von innen, ne? Dear Gorgeous, Feel the Summer and Celebrate Yourself. Das ist eine sehr simple Palette, glaube ich. Ganz einfach, ganz schlicht, reicht aber meines Erachtens aus für den Urlaub vielleicht, wenn du nur so ein bisschen Farbe haben willst. Die Blautöne haben mich jetzt nicht so umgehauen. Der Schimmerton war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also wir wollen ja auch hier nicht unfair bleiben. Aber, muss ich sagen, oh, ich glaube, da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Wenn ich jetzt vergleiche Rival Loves Me, Rival de Loop und Trended Up, was Lidschatten angeht. Nur, es geht nur um Lidschatten, hat Rival de Loop, Rival Loves Me einen deutlich weiteren Schritt gemacht als Trended Up. Jetzt von der Palette aus betrachtet. Nur von der Palette aus betrachtet. Was anderes will ich dazu nicht beurteilen. Es gefällt mir, versteht mich nicht falsch. Es gibt aber noch was anderes und das fand ich sehr spannend. Da habe ich nämlich so noch nicht gesehen. Ich habe ein Video dazu gesehen und habe es nicht verstanden. Das sind die Feel the Summer Fruity Lip Nectars. Okay, vergiss es, kann ich nicht lesen. Die sehen ganz spannend aus. Kommen in so einer Quetschtube und die sollen wohl sehr deckend sein. Haben so eine normale Lippenapplikationstube. Ich rieche gerade nichts. Der Applikator ist... Doch, jetzt rieche ich was. Aber warte mal, sie hat das so krass deckend auf ihren Lippen gehabt. Das sah aus wie ein Lippenstift. Also, das sieht wunderschön auf den Lippen aus. Es sah bei ihr, als ich das Video gesehen habe, ein bisschen deckender aus. Sie hat, glaube ich, aber auch einfach sehr, sehr viel benutzt. Du kannst es schon aufbauen. Oh doch, guck mal. Sehr schönes Gefühl auf den Lippen. Sehr glossy. Ich finde den Applikator für das Produkt an sich nicht optimal gelöst. Weil er ist zu deckend, um ihn mal eben schnell so ein bisschen rüber zu geben. Das ist für klare Lipglosse. So eine Tube, so eine Quetschtube mit dem Applikator. Sobald du Farbe drin hast, wird es einfach unordentlich. Ist aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht. Ich gehe jetzt nochmal mit diesem Hot Pink hier lang. Guck mal, du drückst raus und dann kommt sofort die Farbe raus. Oh ja, die ist deutlich deckender. Ist schon schön. Es riecht ganz leicht fruchtig. Es schmeckt auch ein bisschen fruchtig. Der Applikator stört mich einfach bei dem Produkt. Aber sehr sommerlich. Es sieht so ein bisschen aus wie diese Vinyl Inks von Maybelline. Da so einen Applikator hätte ich, glaube ich, hierfür gewählt. Muss man aber dazu sagen, diese Quetschapplikatoren sind einfach sehr, 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 sehr günstig auf dieser Masse. Es sieht schon schön aus, oder? Halt. Wir haben noch das hier. Das ist das Feel the Summer Hydro Refreshing Spray. Und das habe ich schon getestet. I love it. Einfach aufs Gesicht. Es ist so ein bisschen eine Mischung, würde ich sagen, aus Make-up Setting Spray und Body Spray. Es riecht sehr stark nach Kokosnuss. Das mag ich ja persönlich gerne. Du kannst es einfach so ein bisschen zum Refreshen auf deine Haut geben. Und dann hast du einfach so einen super, super kühlenden Effekt. Es ist recht mild, ne? Also ich habe hier jetzt nichts richtig Fieses gefunden. Aber es dauert ein bisschen, bis es eingezogen ist. Ich sehe aus wie eine griechische Statue, die ein bisschen zu stark geschminkt ist. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Was für ein Video. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt, ihr Mäuser. Ja, ich bin jetzt nicht so richtig hyped. Ich glaube, es merkt ihr. Ich glaube, der Lidschatten-Look ohne das Blau hätte mir deutlich besser gefallen. Diese Fruity Lip Stains von der Textur her, top. Ein ganz, ganz tolles Gefühl. Die trocknen auch so ein bisschen runter. Also sie sind jetzt natürlich nicht fest, aber sie fühlen sich nicht mehr so schmierig an. Aber der Applikator ist einfach das, wo ich sage, das ist nicht unbedingt der richtige Applikator dafür. Wir sehen uns am Freitag wieder mit der Base von vor 12 Minuten. Passt auf euch auf.